zu tanzen und damit eine Sprache weiterzugeben quasi. Wenn ich jetzt für die ganze Klasse sprechen müsste, würden es alle cool finden. Weil man einfach kreativ sein kann, was Neues ausprobieren kann. Weil wir uns frei bewegen können, wir können alle Emotionen rauslassen. Das Fach Körpersprache, denke ich, ist wichtig, weil es für alle ist. Das ist ganz besonders, das ist im Rahmen unseres Netzwerks Kulturelle Bildung in der Städteregion Aachen ein Projekt, was Tanz als Unterrichtsfach in die Schule integriert. Der Tanz ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Werkzeug, um den Kindern Halt zu geben. Also vorher habe ich eigentlich fast nie getanzt. Durch den Unterricht merke ich eigentlich, dass Tanzen sehr viel Spaß macht. Langsam wird es eigentlich zu einem Hobby, weil ich teilweise auch in meiner Freizeit mache mit Freunden. Einfach treffen und dann ein bisschen tanzen. Ich möchte nur mal sagen, dass man auch mit Jungs arbeiten kann. Nicht nur mit Mädchen oder mit deinen besten Freundinnen. Und ich fand das nicht schlimm. Gerade in der 5, wo die Klassen sich ja neu finden aus verschiedenen Grundschulen, wird das Sozialgefüge sehr schnell sehr eng. Das Bildungsbüro hat letztendlich die Fäden in der Hand. Sie haben extra eine Koordinierungsstelle eingerichtet, nicht nur für dieses Projekt, sondern ja für viele verschiedene Projekte. Und die organisieren und haben Konzeptionsgespräche, haben entsprechende Strukturen eingezogen. Neben den Landespartnern, Arbeitsstelle Kulturelle Bildung und LAG Tanz, haben wir auch geguckt, was gibt es für lokale Experten. Und Experten von außerhalb können ganz neue Expertisen mit in die Schule bringen. Und das bietet große Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder. Und darauf kommt es genau an. Also es geht so ein bisschen um die Wüste, um verschiedene Regionen in der Welt, um Umweltverschmutzung, halt die Themen, die gerade aktuell sind. Also für Klasse 6 haben die Tutoren Themen gewählt, Wüste und Arktis. Und im Tanz haben wir dazu Bewegungen gesucht. Und jetzt im April sind wir zusammengekommen, um die ganzen 6. Klassen, sprich 165 Kinder, zusammen in ein Stück zu integrieren, wo es eben um diese beiden Extremgebiete geht. Durch Tanz wachsen wir auch mehr zusammen. Insofern würde ich mir wünschen, dass das auch für andere Schulen in Nordrhein-Westfalen beispielgebend ist und Tanz insgesamt auch seinen Platz dann findet im Curriculum. Wir müssen in Schule auch viel, viel mehr reinbringen, als das früher der Fall war. Und all das geht weit über den früher ja eigentlich üblichen reinen Fachunterricht hinaus. Also Schule sozusagen mehr als Lebensort auch. Und ich hoffe, es gibt noch mehr solche Projekte. Die Lehrer waren auch stolz auf uns und ich bin auch stolz auf mich.